Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zum vierten Spieltag der GPL. Heute spielen wir gegen den lieben Case mit seinem Team Infernace und ja, heute mal nachkommentiert, weil ich habe die Live-Aufnahme verkackt, hihi. Und aus diesem Grund habe ich mir einen Gast dabei, denn zu zweit kommentieren nach ist irgendwie immer cooler, finde ich. Und zwar den Present. Hallo Present. Hallo Lauris. Hallo. Hallo. Du bist so, jetzt in der GPL, Alter. Wie fühlst du dich? So toll, war so toll. Was? Oh wow. Also, ja, ich hoffe, ihr habt mein Teambuilding-Video gesehen, mein erstes Teambuilding-Video. Das heißt, ich muss nicht so viel zu meinem Team sagen, ja. Was ich nur sage, ist, dass ich wie geplant mit Nidoqueen geleadet habe und das auch ein Sash-Lead ist. Dabei habe ich Elfun, Latios, Mega Aerodactyl, Tauros und, ja, Keldeo. Und ich muss einmal ganz kurz ans Telefon, weil das klingelt. Moment, es tut mir leid. So, nachdem Present endlich seinen Bitches erklärt, dass sie mindestens 50 Euro nehmen müssen, sind wir jetzt wieder da. Und die Leute verstehen sich. Das Telefon hat geklingelt. Ah, Professionalität, okay. Hä, hey, ja. Das lasse ich drinnen. Ja, okay. Wir schauen uns einmal das Team vom lieben Case an. Und zwar bringt er mit sein Azumarill, Nidoking, Elisard, Meistergriff, Scizor, also hat er Mega Shirox? Ich glaube schon, ne? Ja, hat er. Okay, Mega Shirox. Und Flampivian. Sehr offensiv ausgelegtes Team. Er hat eigentlich kein richtig defensives Mon, außer vielleicht ein Bulky Mega Scizor, also Mega Shirox. Und vielleicht noch einen offensivfesten Meistergriff, aber sonst relativ offensiv ausgelegt. Und ja, mir gefällt das Team an und für sich ziemlich gut. Man muss aber sagen, dass Latios, denke ich mal, ganz gute Arbeit leisten wird. Vor allem, weil Latios alles outspeedet, außer du hast, er hat einen Scarf Flampivian. Das wird wiederum ihn mit der Kehrtwende guten Schaden machen können. Also ich habe so an meinem Teambedingung, glaube ich, auch schon gesagt, dass er quasi Scarf Elisard spielen muss, um was gegen meinen Mega Aerodactyl zu haben. Das muss er einfach spielen. Und also der Scarfer ist das wichtigste Pokémon von ihm, weil ich quasi mit, ich glaube, 3 bis 4 Mons, also mit Keldeo, mit Latios und mit Mega Aerodactyl und mit Tauros und 4 Pokémon, outspeede ich sonst sein komplettes Team. Das heißt, der Scarfer ist das wichtigste Pokémon in seinem Team, damit er überhaupt eine Chance hat, meinem Pokémon irgendwie zu outspeeden. Die Sache ist, wenn er Scarf Elisard spielt, kannst du immer schön Latios rein switchen, denn Scarf Elisard macht wirklich nichts gegen Latios, sondern Draco droppen. Oder eine Hab Kraftreserve. Ich nicht drauf. Okay. Aber das ist wahrscheinlich die Kraftreserve Feuer für Shirox. Ja, das heißt, er hat da keinen schönen Switch rein. Und der Azumarill bekommt auch guten Schaden von dem Psychoshock, den du wahrscheinlich drauf haben wirst. Oder Psychokinese, je nachdem. Und ja, an und für sich muss man aber auch sagen, dass du natürlich, wie eigentlich fast jedes Team, keinen Switch in den Nidoking hast. Das wird auch ein Problem sein, wenn er erstmal safe reinbekommt auf einen Voltwechsel oder auf eine Kehrtwende, weil man sieht hier ein sehr schönes Volturn-Team. Und Azumarill kann natürlich auch sehr viel Druck aufbauen, was er auch direkt im Lead hat. Also hat er wahrscheinlich dein Nidoqueen Lead predicted. Und ja, viel mehr gibt es da, glaube ich, nicht zu sagen. Das Ding zu Nidoking ist halt, ich kill ihn mit 4 Pokémon. Das heißt, ich muss nicht rausswitchen gegen Nidoking, wenn er nicht Scarf ist. Ja, je nachdem. Killt es, Eratyl killt es mit EQ, also zumindest macht es sehr viel Damage. Tauros killt es mit EQ und Keldeo killt es auch. Also ist immer so eine Sache, das Ding ist, es gibt zwar keinen Switch in Nidoking, aber ich brauche den Switch nicht, weil ich ihn einfach kille. Ja, sobald du halt mit Elfun drin bist, kann er sofort immer in Nidoking wechseln und wenn du das nicht predictest, immer wieder mit einer Kehrtwende, kann er schön einfach Schlammwoge drücken oder Eisstrahl, je nachdem. Und dementsprechend kann er damit relativ viel Druck aufbauen, wenn er auf deinen Elfun reinwechselt. Das stimmt natürlich. Aber ich denke, wir starten einfach mal das Match. Richtig, mal gucken. Und go. Ja, dann mal schauen, wie sich der Lauris hier gleich so direkt in der allerersten Runde schlägt. Und ich denke mal, du wirst hier gleich schön die Tarnsteine rausholen gegen das Azumarill, da du ja gesagt hast, dass du gesashed bist. Und die Tarnsteine sind sehr wichtig, vor allem gegen Flampivian. Ja. Und er wird aber wahrscheinlich auf die Kaskade gehen. Ich hab gekalkt und es ist sehr, sehr wahrscheinlich ein One-Hit-KO. Okay, du bist direkt auf den Angriff gegangen. Ist ein One-Hit, sagst du? Wahrscheinlich, aber. Und er geht auf Eisenschweif und ist Mist. Oh, was? Wieso geht er auf Eisenschweif? Weil er Elfen predicted hat, das wahrscheinlich. Okay, Alter, so. Aber das ist eine krasse Taktik, aber ich hätte nicht schon so krass overpredicted so früh. Das war vielleicht ein kleiner Fehler. Und jetzt kommt das Nidoking rein und ich bin hier einfach auf Feuerschlag gegangen. Ich hätte EQ drücken müssen eigentlich, ich bin dabei gegangen. Ja, und er geht hier auf Eisstrahl und ich bin, wie gesagt, gesashed. Das heißt, es macht im Endeffekt nichts. Ich gehe nicht mehr auf den Sash runter und kann jetzt hier EQ drücken und ja. Alter, da ist Nidoking einfach weg und damit ist schon mal ein großer Threat weg. Richtig. Und ja, das ist krass, dass das schon so läuft. Mal gucken, wie Case da wieder zurückkommen möchte. Und er schickt Agent Monkey, also seinen Flampivian, rein. Und das wird auf jeden Fall dich natürlich mit dem Flammenblitz aus dem Spiel nehmen. Ja, du hast ja auch keinen wirklichen Switch in. Genau, und ich habe entschieden, ich outspeede mit dem Ding nichts mehr und ich bin auch so wenig KP, also bringt es mir nichts mehr.
Richtig. Nochmal ein Crit, der natürlich nicht gemattert hat. Das ist klar. So, und wir gehen jetzt hier in mein Mega-Aerodactyl. Und Mega-Aerodactyl ist in dem Sinne gut, weil er, weil der Gegner keinen Switch hat. Denn ich habe den Feuerzahn auf diesem Mega-Aerodactyl. Ich habe, glaube ich, schlecht. 5 Feuerattacken oder so in dem Team. Nur für Sherox. Richtig. Gut. Aber da opfert er seiner Zumarill. Das war ja auch klar. Richtig. Das braucht er nicht wirklich. Aber ich bin erstmal auf die Steinkante gegangen. Nee, ich glaube, ich spiele gar keine Q drauf. Ich bin auf die Steinkante. Ich habe dafür Nassschweif drauf. Vollkommen egal, auf jeden Fall trifft die Steinkante Gott sei Dank und da kann kein Aquajet mehr raushauen, was wichtig ist. Ja, das wäre sonst ein bisschen blöd gelaufen. Und der Crit hat natürlich auch wieder mal gemattert. Ja, natürlich, der Crit hat extrem krass gemattert, auf jeden Fall. Und da haut er wahrscheinlich seinen Scarf-Flash rein und du bist drin geblieben. Du bist wahrscheinlich ein Tanken, oder? Hast du so viel KP-Investment? Richtig, und ich habe jetzt hier das Meistergriff predicted. Aber es kommt auf Shirox rein, leider. Das war ein bisschen blöd. Alter, wärst du hier auf den Feuerzahn gegangen, alles ja. Wär und ich so. Ich bin aber auch leider auf der Rückseite, weil ich das Meister verpflichtet habe, weil dann hätte er mich mit einem Machtpunch nicht so runter rausnehmen können, deswegen, ajoas. Aber, ja, ist nicht so wichtig, so. Auf jeden Fall gehe ich jetzt hier auf mein Keldeo, denn er kann nichts gegen Keldeo machen. Gar nichts. Ja gut, das stimmt. Du kannst dann schön ein Siedewasser oder eine Hydropumpe abfeuern und da hat er auch nicht wirklich ein schönes Switch-In rein. Naja, er hat halt Helios, ne? Das darf man nicht vergessen. Ja gut, aber wenn er das wenn du das prediktest mit Secret Sword, ich würde das auf jeden Fall nicht riskieren, die Wind-Option reinzuwechseln. Ich bin auf jeden Fall auf Secret Sword gegangen, denn Specs Keldeo macht auch so guten Damage, auch auf das Mega Shirox. Ja, das stimmt. Aber er kann sich trotzdem da hochheilen, was echt. Das ist natürlich jetzt blöd. Das ist natürlich sehr blöd. Mhm. Und jetzt musst du eigentlich rauswechseln. Aber du bleibst weiter drin, okay? Und er wird wahrscheinlich jetzt weiter Ruhe drücken. Interessant. Ja, das dachte ich auch, und dann gedacht, Schwertanz. Oh. Okay, aber das bringt ihm nicht viel, denn Bullet Punch würde ich ausreichen und du bist schneller und dementsprechend. Richtig. Ja, okay. Da opfert er seinen Mega Shirox. Gut, da haben sich die Feuerattacken gelohnt. Richtig. Kappa. ja, Mega Shirox ist auf jeden Fall jetzt weg. Was aber auf jeden Fall der Threat des Teams, meiner Meinung nach. Und ich war da sehr glücklich, als das Ding weg war. Weil ja, verständlich. Aber jetzt kann er natürlich schön mit Flash seinem Illsat reinkommen und wieder Voltwechsel drücken. Vor allem, weil er schneller ist mit dem Scarf und Just Hit kommt jetzt rein. Dein Aerodactyl, also möchtest du es hier opfern? Aber dafür bekommst du dann natürlich die Switch Advantage, was ziemlich gut ist. Und dementsprechend kein schlechter Play, wobei, ja okay, ich dachte gerade, dass es überlebt ist. Aber nein, das würde es nicht überleben, das wäre sehr komisch. Nee, klar. jetzt kommt Agent Monkey rein, was ich nicht ganz verstehe, den Play, denn ich kann einfach wieder auf Keldeo gehen. Und ich weiß, er ist nicht gescufft, also bin ich auf jeden Fall auf Sterner. Und Mystisch Schwert ist einfach die Attacke meiner Wahl. Und tschüss, Agent Monkey. Richtig. Specs Keldeo. Wieso haben wir kein Keldeo bei uns oben? Ich weiß. In der ersten Liga, bei oben. Es ist einfach so gut, Mann. Es ist so gut. Es ist echt so gut. Das stimmt. So, und da Agent Monkey weg ist, kann ich jetzt auch sehr, sehr gut auf meinen Elfhuhn wechseln, weil Elfhuhn. Es hat ein gutes Matchup gegen das Meistergriff, wenn er jetzt hier auf Voltwechsel geht. Und deswegen, vorher ging es halt nicht, weil wenn er auf Voltwechsel geht, geht er einfach auf seinen Vampirian und Flammenblitz und irgendwas stirbt bei mir. Deswegen konnte ich diesen Play erst jetzt machen, auf Elfen zu wechseln. Ja, deswegen ist auch der Volturn-Core zwischen Illsat und Flampivian relativ gut, muss man sagen. Aber dadurch, dass du die schon so ein bisschen auseinandergenommen hast, dadurch, dass Shirox und Flampivian weg sind, ist es natürlich jetzt ziemlich gut und ja, Meistergriff wird auch schönen Schaden von einem Mondgeweiht fressen. Vielleicht hat er aber den Gift drauf, was ja dein Elfhuhn auf jeden Fall KO'en wird. Denn ich denke mal, die Mondgeweiht wird es tanken und das tut es auch. Aber er hat nur Ableitdieb. Okay, das heißt, du kannst jetzt hier gleich schön auf Mondgeweiht drücken und seinen Meistergriff mit dem wunderbarsten Pokémon auf der ganzen Welt, das vor allem Timo sehr gerne mag, besiegen. Ja, Timo liebt dieses Pokémon, ja. Natürlich. Und damit bekommt Elfhuhn seinen ersten Kill. Elfhuhn, Alter, Hype. Elfhuhn-Hype, Mann. Ne? Elfhuhn-Hype, ist so. Erstmal so, Timo schreiben. Sein... genau. Elfhuhn hat einen Kill gemacht, Mann. Elfhuhn hat einen Kill gemacht. So, jetzt hat er nur noch seinen Illsat, was nicht so viel machen kann gegen meinen Elfhuhn, aber ich kann ihm leider auch nicht so viel, denn ich bin nur ein Elfhuhn. Und da geht auch irgendeine Kraftreserve. Ich weiß nicht, ist das Kraftreserve Eis oder so? Ich wusste es ja, nicht. Ja, wahrscheinlich. Das macht auf jeden Fall eine Menge Schaden. Aber macht Schallwelle nicht eigentlich mehr Schaden? Nee, macht gleich viel Schaden. Ja? Macht gleich viel Schaden, ja. Schallwelle macht 90 Schaden plus... Nee, es macht nee, Schallwelle es macht mehr Schaden. Mehr. 90 plus 45 und Kraftreserve 120. Also 5 mehr. Richtig, so. Und mein Tauros darf auch noch einen Kill bekommen.
Alter, der Green Bull hier. der macht nochmal einen schönen Kill gleich. Ja, Kraftreserve kommt, macht natürlich keinen Schaden. Und Erdbeben. Nee, so. Tschüss, Elisaat. Bei der Richtig. Death wird es das so oder so nicht tanken. Richtig, und ich bin auch live-op, also. Ja, Ruhegewalt, dies und jenes. Oder das hat doch Ruhegewalt, wenn es mich nicht täuscht. Ja, es hat Ruhegewalt, genau. Aber Ruhegewalt bringt Erdbeben. Ja, wollte ich gerade sagen. Ruhegewalt bringt ja gar nichts wegen Erdbeben. Never mind. Never mind. Richtig. Ja, GG auf jeden Fall an Lauris und auch GG an Case. Ich würde sagen, das größte Problem war einfach, dass du dich etwas besser vorbereitet hast und also, beziehungsweise er hat sich wahrscheinlich auch gut vorbereitet, aber ich denke mal, du hast mit solchen Sachen wie Scarf Elisaat schon vorher gerechnet und konntest das schon ein bisschen counterplayen und dementsprechend hattest du seine Taktiken schon so ein bisschen im Vorfeld ausgekontert und er hat wiederum mit deinen Taktiken wie zum Beispiel Sash Nidoqueen nicht ganz gerechnet. Er ist auch ein bisschen unlucky, dass der Eisen-Trap dann gemisst hat. Richtig, stimmt. Also ich habe halt einfach mit Assault Vest Azumarill gerechnet. Und das war das Ding. Deswegen habe ich auch physisches Nidoking gespielt, weil es bringt halt einfach nichts, Assault Vest Azumarill zu spielen, wenn dann Giftdieb kommt. Ne? Richtig. Aber ich denke mal, auch ein kleiner Fehler war es am Anfang schon direkt zu predikten. Ich glaube, ich wäre da hier wirklich safe auf eine Kaskade gegangen. Vielleicht hätte er auch den Flinch bekommen. Ist er zumindest schneller gewesen als Nidoqueen? Nee, okay, never mind. Dann egal, trotzdem hätte man dann schon Nidoqueen auf den Sash bringen können und somit wäre Nidoking nicht gestorben und Nidoqueen, aber. Nidoqueen wäre ja nicht dann gestorben. Ja, richtig, ja. Und hätte auch auf Aqua Jet dann gehen können. Also hätte den Giftdieb auch überlebt. Richtig. Deswegen ist natürlich unlucky mit dem Eisenschweifmiss, aber ich glaube, das war auch zu früh, dass man so predikten sollte. Also ich denke mal, man sollte erstmal ein Spiel ein bisschen reinfinden. Und die saferen Plays machen. Genau, außerdem haben wir auch die Mini-World bekommen, ne? Also. Ja, gut, das stimmt auch noch. Das stimmt auch noch. Ja, ist ja nicht, wie gesagt, es ist. Ja, gut. Ich weiß nicht, wie stark es im Endeffekt gemeldet hat, weil Keldeo hätte echt viel Work machen können, sobald Axiomera weg ist. Er hat halt einfach keinen Safe-Switch ein, sobald Axiomera weg ist. Und ja. Ich weiß nicht, wie es im Endeffekt ausgegangen wäre, hätte er den Einsatz gemisst. Aber im Endeffekt habe ich ja 4-0 gewonnen. Und damit habe ich auch meinen ersten Platz so ziemlich verteidigt, was ich ziemlich gut finde. Ja, dann ist auch schön, Lauris. Ja. Viel Erfolg weiterhin noch und GG an Case. Auf jeden Fall kein schlechtes Match von Case, von der Seite von Case aus. Hilfe. aber weil man sieht halt ein 4-0 und denkt dann direkt, Alter, das ist schon ein bisschen ein hohes Ergebnis. Aber ich denke mal, da wäre mehr drin gewesen und Case hat trotzdem weiter gute Chancen, auch in den nächsten Spieltagen gut dabei zu sein. Aber GG Ano ist auch nochmal, ne? Jo. Gut gespielt, kann man nicht anders sagen. Und ja, dann bedanke ich mich beim Dabeisein present. Nicht zu danken, danke, dass ich und dabei sein durfte. An meine Zuschauer beim Zugucken. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video, beziehungsweise GPL-Kampf. Und ja, tschüss Leute. Tschüss. Hallo. So, hallo.